echt. Wirklich sehr was grüß dich, habe ich dann. Unser FPÖ-Bundesrat sozusagen hat das entschlossen, die 23 Kilometer zu laufen. Wie kam der Gedanke und wie waren die 5 Tage vor allem? Ja, der Gedanke, der ist schon lang in meinem Kopf herumgegeistert. Es ist so, dass mein Laufpartner, der Günther, und ich jedes Jahr für behinderte Kinder aus der Region Charity-Läufe planen. Und es ist eine ganz witzige Geschichte gewesen. Ein Kollege von mir sagt: Du Thomas, warum fährst du eigentlich mit dem Auto nach Wien? Wieso laufst du nicht einfach einmal nach Wien? Und das war dann so die Idee, wo wir gesagt haben, das werden wir verbinden mit einem Charity-Lauf für die Lisa. Sozusagen Bundesrat läuft ins Parlament. Und ich habe 3 kongeniale Partner gehabt, die da mitgelaufen sind mit mir, die mich wirklich gepusht haben, dass wir die unglaubliche Distanz von 320 Kilometern schaffen. Und heute sind wir am Ziel. Mir tut alles weh, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, weil für die Lisa haben wir einiges an Spenden sammeln können im Laufe der 5 Tage. Und es war eine ganz tolle Geschichte und ein super Erlebnis. Es ist zuerst mal eine tolle soziale Leistung. Ich finde das irrsinnig wichtig, weil im Moment in Österreich fast keine Behindertenpolitik gemacht wird. Und da zeigt man, dass es wichtig ist. Es ist aber auch eine sportliche Leistung. Ich kann es nur ungefähr nachvollziehen. Ich habe ein paar Wien-Marathons gemacht, aber ein Wien-Marathon ist im Vergleich zur Strecke auf Oberösterreich ein Klacks. Also großen Respekt vor dieser Leistung. Ich habe nun die Mutter der kleinen Lisa neben mir und befrage sie jetzt, was sagen Sie denn zu dieser Aktion von den Läufern? Super spitze. Voll. Super haben sie es gemacht. Sehr brav haben sie gewesen. Voll stolz haben wir für einen. Super, vielen Dank. Dankeschön.